Ich aber finde es sehr spannend mit den Büchern. So, ich lese mittlerweile, ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, habe ich sehr lange keine Management-Bücher oder Business-Bücher gelesen. Mittlerweile lese ich nur solche Bücher. Und manchmal lese ich die zwei oder dreimal. Und ich finde es super spannend, weil manchmal lese ich Sachen und sage, ah, verstehe ich endlich, was damit gemeint war. Ja? Und damals habe ich es gelesen und gar nicht gemerkt, dass ich das nicht verstanden hatte, Ja. ja, lustigerweise. Und nur Jahre später, und ich will ja sicherlich auch dieses Erlebnis noch mein ganzes Leben haben, dass ich checke Sachen, also richtig, ja, nicht nur kognitiv verstehe, aber auch ja, emotionell verstehe, Ja. Sachen Jahre später. Und ich denke, bei Gründern ist es auch so, also die können lernen von den Erfahrungen von anderen, aber es sind ein paar Sachen, die müssen einfach auch durch das Lernprozess. Ja. Ich fühle das mit dem Lesen sehr stark. Ich erinnere mich im Studium, x Modelle auswendig gelernt zu haben, die ich nicht an Praxiserfahrung verknüpfen konnte, weil ich sie einfach nicht hatte. Und deswegen blieb das einfach ein theoretisches Konzept. Ja. Jahre später, irgendwie im Aufbau von Litza, im Scale-Up, musste ich an diese Modelle zurückdenken und dachte, ah, now it makes sense. Ja. Eigentlich hätte ich erst arbeiten gehen müssen und nachher das Ganze studieren, um das irgendwie in dieser Metagröße fassbar machen zu können. Das war damals einfach nur ein leeres Modell. Ja, also wir lernen eigentlich viel zu früh, wir gehen die Uni viel zu früh, weil damals hatte ich nur Bock auf Party und nicht auf Lernen. Ja. Und es ist viel später ins Leben, dass ich so dieses richtig Lust zum Lernen. Ja. So.